Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Wohnungsbesichtigungsvideo. Hallo, Swadika. Ja, immer noch wohnen in der Stadtmitte von Pattaya. Mhm. Wir schauen uns heute ein Kondo an und wir nehmen euch natürlich mit, damit ihr auch ein bisschen was habt. Ja, vielleicht für eine Entscheidung für später, wenn ihr herziehen wollt, wenn ihr herkommen wollt. Wie man erkennt, direkt gegenüber vom Central Festival Shopping Center, Butterley Nummer 6. Ja. Auch hier wieder schön ein sogenanntes Walk-in-Miet-Kondo. Ja. Also man hat hier gar keine großen Probleme, man muss nicht viel großartige Termine machen, sondern hier gibt es sehr, sehr viele kleine Immobilienverwaltungen, die leider immer nur 1, 2, 3, manchmal auch vielleicht 10 Wohnungen haben zum Vermieten. Aber auch hier braucht man nicht großartig Termine machen, sondern man geht einfach dort rein, schaut sich das einfach an, fragt bei der einen oder anderen Agentur nach und dann wird man schon eine bestimmte Wohnung sehen oder bestimmte Wohnungen sehen. Kann man einfach kommen, ne? Genau, muss man also jetzt nicht großartig Termin machen. Man geht hier einfach hoch. Parken natürlich ganz einfach, wenn man im eigenen Auto kommt, direkt im Zentral ist ganz einfach. Ansonsten haben die aber auch große Parkplätze hier. So, hier sind ihr auf der linken Seite schon mal so ein erstes Room for Sale, Room for Rent. Alles für monatlich und so weiter kann man alles machen. Links und rechts kann man einfach reinmarschieren. Wenn dort jemand ist, fragt man oder sagt man, was man möchte. Ja. Verstehen euch auch in Englisch, warum natürlich zentrale Lage hier in Pattaya. Sprechen fast alle gut genug Englisch, damit sie hier auch mit euch sich unterhalten können. Mhm. So, hier, wir haben schon mal so eine kleine Übersicht gemacht, wo man sich überhaupt preislich hier bewegt. Ist nicht ganz günstig. Wenn gesehen bleibst. Oh, ja, das ist halt einfach so. Mhm. Ob ich mir für 11 Millionen hier ein Kondo kaufen möchte, weiß ich nicht genau. Mhm. Muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Hier vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig der Hinweis, wir sind kein Immobilienmakler, das ist kein Angebot zum Kaufen oder Verkaufen, sondern nur unsere Erfahrung, die wir hier weitergeben wollen, aus der Sicht, dass wir halt ein Kondo für uns suchen. So, natürlich, was hier spektakulär ist, ist die Aussicht in alle Richtungen, je nachdem, wo sein Kondo dann liegt, was man sich aussucht. Entweder hat man einen Blick Richtung Naklua hoch zum Terminal 21 oder halt in die andere Richtung Bali High Pier. Ja. Was natürlich auch sehr schön ist. Das Übliche, was man halt in diese großen Hightower hat. Perfekte Rundumsicht, perfekte Aussicht auch hier am Tag und in der Nacht wahrscheinlich auch. Mhm. Immer schönen Blick auf den Beach. Und wenn man eine hübsche Freundin dabei hat, hat sie jeden Tag das Shopping Center vor Augen, wo sie dann immer wieder euer restliches Geld, was noch übrig ist vom Monat, hintragen kann. Überhaupt keine Probleme. Viel Schuh mit Geld gebracht. Zum Beispiel kann man alles dort machen. Wunderbar. Nur Spaß. Ja, also wir hatten jetzt auch uns eine von diesen Agentinnen dort unten einfach ausgesucht, hatten ihr kurz erklärt, was wir so ungefähr uns vorstellen. Und die hat gesagt, ja, da kann ich euch nur eine Wohnung zeigen im Moment. Und zwar genau diese, weil die natürlich auch regelmäßig vermietet werden. Manche sind frei erst in einem Monat, manche sind in 2 Monaten frei. Die war jetzt zufällig richtig frei gewesen. Ihr seht, sie haben euch die Preise mal angezeigt hier. 16.000 im Monat. Quadratmeter, das Übliche. Sie sagt ungefähr 50, wenn es 60 sind oder wenn es 45 sind. Wir werden es hier nicht nachmessen, wir werden es nicht kontrollieren. Aber auch hier alles wieder so aufgebaut, dass man rein theoretisch mit seinem Koffer kommen könnte und sofort einzieht. Also von Kaffeetassen bis Geschirr, Handtücher, Bettwäsche, alles sofort da. Hat alle dabei, ne? Genau, man muss also eigentlich hier nichts mitbringen, außer seine Zahnbürste vielleicht. Ja. Es ist natürlich kein Service-Apartment, wo man sagt, okay, da ist dann schon 100% alles dabei. Es ist aus unserer Sicht sehr spartanisch eingerichtet. Jetzt das Zimmer, was wir gesehen haben, oder die Wohnung, die wir gesehen haben, normaler, durchschnittlicher Standard. Es soll aber auch richtig luxuriöse geben, nur die wären dann komplett außerhalb unseres Budgets gewesen. Warum sollen wir uns sowas anschauen? Macht nur den Mund wässrig und zum Schluss ärgerst du dich, dass du es sowieso nicht mieten kannst. Das wäre so noch in unserem Rahmen gewesen. Allerdings auch hier ein Zimmer, 2 Personen. Wir wollen ja langfristig mieten, über Wochen und Monate auf dem einen Zimmer zusammen zu hocken. Würde für uns wahrscheinlich nicht so wirklich funktionieren. Das geht doch, wenn unbedingt, wenn anschaust, Seaview, oder? Ja, also wenn man hier wirklich das als Aussicht braucht, wenn man in der Innenstadt sein möchte,
könnt ihr euch vorstellen, links natürlich sofort das Vergnügungsviertel, rechts Shoppingcenter. Also viel falsch machen könnte man hier nicht. Wie gesagt, es muss auch zur persönlichen Situation passen. Ja. Wir hatten dann auch gleich gesagt, nachdem wir die Wohnung gesehen haben, naja, für uns ist es das nicht wirklich. Wir müssen nicht noch 5, 6 andere Wohnungen anschauen. Aber dem einen oder anderen wird es vielleicht gefallen. Unser Geschmack ist es nicht. Warum? Es ist natürlich auch schon in die Jahre gekommen, darf man nicht vergessen. Man merkt natürlich auch, dass es hier nicht mehr irgendwie neu ist. Und in dem Vergleich zum Base, was relativ neu ist, schneidet das hier natürlich deutlich schlechter ab. Das muss man wissen, das muss man sich dann auch anschauen. Man merkt dann halt alte Armaturen, wo das Wasser schon ein bisschen tropft, die Bäder so dunkel und alles. Das ist eine ganz andere Geschichte hier. Ein paar Vorteile hat es trotzdem, neben der Zentrumslage, natürlich wohnen hier auch bereits schon viele Ausländer, wenn man das haben möchte. Ja. So, die begegnen eigentlich auf dem Flur, die helfen einem aber auch ein bisschen. Wir haben auch nicht genau gewusst, wo wir überall hinlaufen müssen dann, als uns die Maklerin da alleine gelassen hat. Die haben uns dann schön geholfen und gesagt, hier, da müsst ihr hin, da müsst ihr hin. Ganz unten im Basement gibt es dann natürlich noch so kleine Geschäfte, wo man also auch was einkaufen kann. Auch Vierhandservice gibt es dort. Es gibt noch verschiedene kleinere andere Geschäfte, die teilweise aber geschlossen waren. Also hier waren die alle offen in dem Kondo. Mhm. In dem Kondo, wo wir jetzt im Moment wohnen, ist das seit Monaten alles geschlossen. Wir hätten auch diese kleinen Geschäfte, Cafés, Friseur, wir hatten alles im Kondo gehabt, seit Monaten geschlossen. Hier war es jetzt an dem Tag, wo wir dort waren, war es auf alle Fälle geöffnet. Das Einzige, was geschlossen war, war das Restaurant. Hat auch viel Shop und viel Geschäft, ne? Zum Beispiel von Watchen hat auch viel. Genau, also diese von Dinge Halle. Sind prima, wenn man zum Beispiel gar nicht rausgehen möchte. So, oder man kommt alleine nicht raus. Jetzt reden wir mal über ein bisschen ältere Leute, die vielleicht nicht mehr laufen können, vielleicht schon auf einen Rollstuhl oder so angewiesen sind. Ist hier alles ebenerdig. Kannst du mit dem Lift runterfahren, kannst du dorthin rollen, kannst du deine Sachen einkaufen. Also man ist ziemlich autark. Sieht natürlich in so einem Kondo, was mehrstufig gebaut ist, ganz anders aus. Aber hier ist das alles ganz glatt, alles ganz ordentlich. Ja. Es muss halt zur Lebenssituation passen. Für uns, wie wir es gerade schon gesagt haben, passt es nicht unbedingt. Deswegen haben wir jetzt ja auch nicht viel mehr angeschaut. Aber einen Blick in den Swimmingpool haben wir nochmal geworfen, zumindest von außen. Auch ein Riesending natürlich. Auch zu der Zeit jetzt geöffnet hier. Kann man sich also auch hier hinsetzen, kann man ein bisschen schwimmen. Also auch diese Dinge sind hier möglich, ohne große Probleme. Jeder hat Meinung, andere, ne? Ja, absolut. Deswegen schauen wir uns ja auch verschiedene Kondos hier an. Deswegen schauen wir uns auch verschiedene Häuser an. Es muss ja, unser Geschmack muss ja nicht immer mit dem Zuschauergeschmack übereinstimmen. Vielleicht wird der eine sagen, ach, das ist ja optimal. Das ist genau das, was ich schon mein Leben lang gesucht habe. Oder ich war hier schon mal. Das muss ja auch von uns nicht unbedingt als Bewertung genommen werden. Und wir schauen uns das an, weil es bei uns gerade im Moment in diese Zeit passt. Wir haben diese kleine Serie mal angefangen. Wir machen das auch weiter, bis wir halt uns entschieden haben, hier werden wir wohnen. Ja. Und dann schauen wir uns auch nichts mehr an. Ja, ganz unten drunter, also im Erdgeschoss, hier eine Menge Parkflächen, zweistöckig. Vielleicht durch den starken Regen der letzten Tage wäre es gut, eine Etage höher zu parken. Aber ansonsten auch hier sehr viele Autos stehen hier, sehr viele Parkflächen. Also man kann hier auch reinfahren. Allerdings kommt man natürlich vorne rein von der Hauptstraße, von der Second Road, nicht ohne am Security Guard vorbeizukommen. Also da ist man relativ sicher. Die werden euch da nicht einfach reinfahren lassen. Mhm. Wenn man hier sein Auto zum Beispiel parken möchte und eine längere Zeit das stehen lassen will, sollte kein Problem sein. Warum? Weil vorne wird einfach kontrolliert. Was einen besonderen Charme hat hier, was uns gut gefallen hat, ist der direkte Zugang zur Beach Road rüber. Ja. Haben also wie so einen kleinen Weg hier angelegt, parkähnlich, wo man einfach gerade durchgeht. Und wenn man vorne rausgeht, aus diesem Gate, aus diesem Tor, dann ist man direkt auf der Beach Road. Rein und raus geht ja auch hier nur mit Keykarten, also man ist auch vor unbeliebten Besuchern geschützt. Aber das ist schon, ne? Was Tante für Geschäft, für Shopping. Genau, das ist schnell. Für Beach. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses kurze Video gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen, dieses Kondo. Dann schreibt es in die Kommentare. Video liken, Video teilen. Kanal abonnieren, falls noch nicht passiert. Wir sagen danke, schönen Sonntag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.